Tanzkampf 2. Hallo, Mädchen. Was macht ihr da? Nina, kommt schon. Es muss doch einen Tanzschritt geben, den ihr beide mögt. Wow, das nenne ich tanzen. Lasst mal sehen, wer sonst noch eure coolen Schritte sehen will. Thank you.
mal. Roberto? Ihr seid alle großartige Tänzer. Tschüss. Pocoyos Ratespiel. Ah, hallo Pato. Hast du Pocoyo gesehen? Ich suche ihn. Er hat gesagt, dass er mir ein neues Spiel zeigen will. Wenn du ihn siehst, dann sag mir Bescheid, ja? Oh, was ist das? Ist das ein blauer Baum? Oder ist das so etwas wie ein Schornstein? Was gibt es da zu lachen? Pato, weißt du, was das ist? Du weißt es? Und was ist denn daran so lustig? Könnte es vielleicht ein, Oh, hast du das gesehen? Es hat sich bewegt. Also jetzt bin ich ja total ratlos. Ha, nein, jetzt sind es zwei davon. Sind es vielleicht Außerirdische? Zwei Aliens? Weiß vielleicht jemand von euch, was diese blauen Dinger sein könnten? Pocoyo! Oh ja, richtig! Das warst du die ganze Zeit! Naja, fast hätte ich es herausbekommen. Das hätte ich als nächstes getippt. Ganz bestimmt. Mein Spiel! Dein Spiel? Ach, jetzt verstehe ich, Pocoyo. Du meinst also, das ist das Spiel, das du mir zeigen wolltest. Das ist ein Rat mal, was das ist, Spiel, nicht wahr? Na los, frag mich nochmal. Ja, ja, ein Außerirdischer. Wirklich sehr lustig, Pato. Ja, prima. Also los. Das sieht ganz so aus wie ein Berg. Nein. Es ist kein Berg. Gut. Habe ich doch gleich gewusst. Klar, es ist kein Berg. Es ist, nein, nicht verraten. Was? Keine Raupe. Das ist aber eine Überraschung. Also jetzt bin ich ja völlig verwirrt. Kann mir vielleicht einer von euch einen Tipp geben? Wisst ihr, was das ist? Das ist Ellie. Genau, ihr habt recht, das ist Ellie. Ich habe es ja sofort gewusst. Ich habe nur so getan, als ob. Ich habe es die ganze Zeit gewusst. Irgendwie. Nochmal spielen. Ja, natürlich, wir wollen noch einmal spielen. Jetzt bin ich richtig warm gelaufen. Ich bin mir sicher, dass ich es schaffe. Willst du nicht zu deinen Freunden gehen, kleine Raupe? Oh. Ah, das kenne ich. Das ist ganz einfach. Das ist eine Blume. Eine riesige rote Blume. Gigantisch. Eine singende Blume? Nein. Nein, ich weiß es. Es ist ein Hubschrauber. Nein, kein Hubschrauber. Es ist eine Windmühle. Eine singende Windmühle. Nein? Nein, also nicht, dass ich etwa Hilfe bräuchte. Da kann mir vielleicht einer von euch sagen, was das ist. Das ist Fred, der Oktopus. Ja, richtig, ganz richtig, das ist Fred, der Oktopus. Ach, warum hab ich nicht Oktopus gesagt? Ihr seid so gut in diesem Spiel. Nochmal spielen. Oh, was für ein Glück. Ich versuche es noch einmal und diesmal schaffe ich es. Oh,
Ja, hallo, Baby Pieps. Könntest du mir vielleicht einen Tipp geben? Ah, ich weiß es. Ich weiß, was es ist. Ich weiß, was es ist. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich habe es raus. Es ist. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Idee. Nicht mal eine klitzekleine Idee. Was ist es? Weiß es jemand? Pato! Ja, das ist Pato, natürlich! Ihr wollt schon gehen? Können wir nicht noch einmal spielen? Ich habe nicht ein einziges Mal gewonnen. Nicht einmal was erraten, bitte. Ja, großartig, danke. Jetzt weiß ich, wie das Spiel geht. Da bin ich mir ganz sicher. Und diesmal bekomme ich es heraus. Oh, was ist das? Ich weiß es, das kenne ich. Das sind meine Freunde. Baby Pieps, Pato, Pocoyo und Ellie. Ja, die Freunde. Freunde. Juhu. Ja. Jetzt aber, muss ich aber, jetzt aber, bis bald. Disco Flow Fieber. Hallo, Pocoyo. Hallo, Nina. Oh, Entschuldigung. Hallo, Lula. Nein, Pocoyo, Lula tanzt nicht. Sie kratzt sich. Aber warum? Ah, Nina, weißt du, was das Problem ist? Du hast Flöhe. Deshalb kratzt du dich. Was könnten wir dagegen tun? Eine Party. Und wenn sie tanzen,
juckt es Lula. Und dann muss sie sich kratzen. Roberto, pasa, pasa, ¿qué pasa? Pasa, tío, tío. Das ist es. Ihr habt es geschafft, dass die Flöhe Lula eine Massage geben, anstatt sie zu jucken. Leute, jeder kriegt eine Massage und die Flöhe können so viel tanzen, wie sie nur mögen. Pocoyo tanzt! Hallo Pocoyo! Hallo Pato! Hallo! Was mag das wohl sein, Pocoyo? Oje, das war eine Überraschung, was? Pato, du musst keine Angst haben, das macht Spaß. Seht mal, jetzt drückt Pocoyo einen anderen Knopf. Ja, 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 nein, nein, nein. S-P-R-E-C-H-E-N. Das ist doch erstaunlich. Es spricht und es macht Musik. Weißt du, was das ist, Pocoyo? Pato? Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, wie das Ding heißt? Radio! Das ist ein Radio! Richtig, das ist ein Radio! Radio! Pato, das sieht ja toll aus. Ich glaube, Pocoyo will es auch einmal probieren. Pocoyo!
da kommt Elli. Elli, tanzen! Also wirklich, Elli, was für ein schöner Tanz. Kukuyo, tanzen! Was ist los, Pocoyo? Möchtest du weiter tanzen? Na dann tanz doch! Was? Du kannst nicht wie Pato tanzen? Und wie Elli kannst du erst recht nicht tanzen? Liegt es daran? Du musst gar nicht so tanzen wie Pato oder Elli. Du musst ganz einfach tanzen wie jemand, den ich sehr gut kenne. Wie Pocoyo. Na, wie wäre es damit? Zeig uns den Pocoyo-Tanz. Will vielleicht jemand von euch den Pocoyo-Tanz sehen? Vielleicht solltet ihr es ihm einfach sagen. Na los, sagt Pocoyo, dass ihr ihn tanzen sehen wollt. Bitte tanzt, Pocoyo. Was für ein Spaß! Und nun tanzen alle. Alle aufstehen und tanzen. Wie unterschiedlich man tanzen kann. Jeder kann es. Gut gemacht, Pocoyo. Bravo, ihr Tänzer. Macht's gut. Bis bald. Rock ist harte Arbeit. Hallo, Pocoyo. Rockst du auf deiner Gitarre?
Das ist eine echte Rockband. Okay, lass uns ein Foto von der Band machen. Wer ist der Bandleader? Das perfekte Foto der Band. Gut gemacht, Ellie. So wird jeder wissen, dass du ein Konzert gibst. Und Nina hilft auch mit. Gute Arbeit, Pocoyo. Der Abend der großen Show. Es ist total ausverkauft. Nun, einen Fan hast du wenigstens noch. Das ist viel besser. Das ist echter Rock'n'Roll, Baby. Bis demnächst. Die Schatzsuche. Hallo, Pocoyo. Hallo. Was wollen wir heute spielen, Pocoyo? Oh ja, ich sehe es auch, Pocoyo. Da glänzt etwas. Ich bin mir nicht sicher, ob Pocoyo weiß, was das ist. Kann vielleicht einer von euch sagen, was Pocoyo da in der Hand hat? Das ist ein Schlüssel. Schlüssel! Ganz richtig. Ein Schlüssel. Und damit kann man wer weiß, was für Überraschungen aufschließen. Ist das spannend? Genau so, ja. Und weißt du was? Wenn ich mich nicht irre, dann braucht man genau so einen Schlüssel, um eine Piratenkiste mit einem Schatz aufzuschließen. Schatz? Schatz! Schatz! Schatz, Schatz, Schatz! Schatz, 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 Schatz! Schatz, Schatz, Schatz! Schatz, Schatz!
Das ist ja erstaunlich. Das sieht aus wie... Das ist ein Schlüsselloch, Pocoyo. Schatz? Versuchen wir's. Oh, ich habe ja schon einige Schätze entdeckt. Aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Hallo? Schatz? Schatz! Schatz? Tja, hier ist wohl kein Schatz zu finden. Entschuldige, dass wir dich geweckt haben. Schlummerpieps. Schlüssel! Schatz! Schlüssel! Schatz! 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 Hey! Noch ein Schlüsselloch. Ich habe gar nicht gewusst, dass wir einen Keller haben. Na, überrascht uns zu sehen, Pato? Schatz, Pato! Schatz, Elli, Schatz! Wie aufregend! Na los, versuchen wir's. Ah, jetzt sind wir auf dem Meeresgrund. Schatz? Es sieht so aus, als ob hier weit und breit nicht die Spur eines Schatzes ist. Also ich glaub's ja nicht. Seht mal. Schatz! Wisst ihr was? Das könnte wirklich einer sein. Wir finden einen Schatz. Nach all dem, was heute passiert ist, überrascht mich das gar nicht. Na los, Pocoyo, mach die Truhe auf. Wer weiß, was da drin ist? Süßigkeiten? Spielzeug? Was kann das nur für ein Schatz sein? Was ist es? Was ist drin? Könnt ihr alle mal schnell nachsehen? Sagt mir schnell, was da in der Schatzkiste ist. Schlüssel! Ganz viele Schlüssel! Schatz! Nach all dem Spaß, den wir heute hatten, ist das der schönste Schatz, den es gibt, nicht wahr? Schlüssel zu allem. Schaut weiter hinter jede Tür, fragt weiter jede Frage, erforscht jeden Winkel der Welt. Dann findet ihr noch viel, viel mehr Schätze. Toll gemacht, Pocoyo. Danke euch allen. Macht's gut. Bis bald. Von Schmutz starren. Hallo, Elli. Du bereitest dir eine schöne Tasse Tee zu?
Sag mal, das Wasser hat aber keine schöne Farbe. Guten Morgen, Pocoyo. Zeit, ein Bad zu nehmen. Hast du nicht etwas vergessen? Mit diesem Wasser stimmt auch etwas nicht. Hallo, Pato. Oh, Vorsicht, das Wasser hat keine sehr schöne Farbe, Pato. Sofort etwas wegen diesem Wasser unternehmen. Sehr richtig. Man muss die Wasserleitung bis an ihren Anfang zurückverfolgen. Man muss unbedingt das Wasser in diesem Weiher sauber kriegen. Dieser arme Fisch. Helfen wir ihm? Zusammen. Genial, Pato. Der Weiher wird im Nu wieder sauber sein. Ich sehe leider, dass das Wasser immer noch schmutzig ist.
gute Lösung. Eine tolle Leistung von euch allen. Oh, welch ein schöner Morgen an diesem wunderschönen Weiher. An euch alle, ihr lieben Leute, besten Dank für die gute Arbeit. Die magische Gießkanne. Oje, was für ein schrecklich heißer Tag ist das hier bei Pocoyo und seinen Freunden. Schaut mal, da ist auch Elli. Sieht aus, als sei ihr auch viel zu heiß. Hallo, Elli. Du hast nicht zufällig Pocoyo hier irgendwo gesehen, Elli? Das ist seltsam. Eigentlich mag er es, wenn es so richtig heiß ist. Ich weiß, wahrscheinlich ist er bei Pato. Bis bald, Elli. Ah, und da ist auch schon Pato. Pato macht die Hitze auch sehr zu schaffen. Pato? Hast du vielleicht Pocoyo gesehen? Entschuldige, Pato. War das jetzt ein Nein oder ein... Entschuldige nochmals, Pato. Aber ich hab's immer noch nicht ganz verstanden. Was hattest du gesagt? Ich meine... Schon gut. In Ordnung. Ich suche weiter. Entschuldige die Störung, Pato. Jetzt möchte ich aber wirklich wissen, wo Pocoyo steckt. Ah, da bist du ja endlich, Pocoyo. Hallo, Pocoyo. Hallo, Lula. Hallo. Und da ist ja auch Pocoyos Musikblume. Blume, Musik. Pocoyo liebt seine Musikblume über alles. Wisst ihr was? Ich glaube, Pocoyo hat die einzige Musikblume auf der ganzen Welt. Sieht so aus, als ob die Gießkanne leer ist, Pocoyo. Mehr Musik. Ja, mehr Musik? Das wäre schön. Aber wie soll deine Blume Musik machen, wenn sie Durst hat und die Gießkanne leer ist, Pocoyo? Kann vielleicht einer von euch Pocoyo helfen? Hol mehr Wasser! Mehr Wasser holen! Oh, sieht so aus, als sei der Wasserhahn in der großen Hitze ausgetrocknet. Aber wenigstens hast du die Gießkanne für deine Blume gefüllt. Blume! Armer Pato, du musst ja schrecklich durstig sein. Ah, Pocoyo, das ist aber wirklich nett von dir. Du gibst Pato etwas von dem Wasser für die Blume ab. Blume! Oh, was macht Elli denn? Ah, verstehe. Elli will ein schönes, kühles Bad gegen die brütende Hitze nehmen. Was für ein guter Einfall. Für Elefanten gibt es nichts Schöneres als ein kühles Bad. Oje, es kommt kein Wasser. Dann war es das wohl mit Ellis Bad. Und sie hatte sich so darauf gefreut. Oh ja, Pocoyo, das war eine gute Tat. Du hast Elli sehr froh gemacht, aber jetzt sollten wir schnell zu deiner... Blume!
Oje. Pocoyo hat das ganze Wasser verbraucht, um seinen Freunden zu helfen. Jetzt hat er gar kein Wasser mehr für seine Blume. Sei nicht traurig, Pocoyo. Dir wird sicher jemand helfen. Ich glaube sogar, es ist schon Hilfe unterwegs. Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, wer jetzt gleich kommt? Elli und Pato! Ach, sehr schön. Das ist wirklich nett. Aber ich glaube, die Blume braucht mehr als... Das ist ja unglaublich. Wenn Freunde einander helfen, passieren manchmal kleine Wunder. Das war ein toller Tag für Pocoyo und seine Freunde. Macht's gut und bis bald. Lasst uns hingehen. Ich frage mich, wo denn nur wieder Pocoyo steckt. Ah, da kommt er schon mit dem Fliehbusch angeflogen. Hallo, Pocoyo. Was hat Pocoyo denn jetzt vor? Ah, es sieht aus, als ob er uns etwas zeigen will. Was ist das, Pocoyo? Was ist das denn? Weiß vielleicht einer von euch, was das ist? Das ist ein Zelt! Ein Zelt. Ja, richtig. In einem Zelt kann man draußen schlafen. Das nennt man dann Zelten. Wollen wir Zelten gehen, Pocoyo? Wunderbar. Ich liebe Zelten im Freien. Ach, ist das nicht aufregend. Aber kommt noch jemand mit? Ich weiß, wer das ist. Pato kommt mit uns Zelten? Großartig! Und hast du irgendwelches Gepäck, Pato? Meinst du wirklich, dass wir die brauchen? Bürste, Pato. Also wirklich, ich glaube nicht, dass dort, wo wir hinwollen, eine Badewanne ist. Also das verstehe, wer will. So, ich frage jetzt mal ganz vorsichtig. Ist das alles, Pato? Wie schön. Oh nein, da fällt mir ein, wir haben alle möglichen Sachen in das Fliehwusch gepackt, aber nichts zum Essen. Oje. Könnten wir jetzt vielleicht losfliegen? Hallo, Elli. Und was willst du alles zum Zelten mitnehmen? Das ist alles? Nur deinen Teddy? Ach, das sind aber mal gute Neuigkeiten. Tja, dann denke ich, sind wir soweit. Bring deinen Teddy an Bord, Elli, und los geht's! Oh, ich fürchte, wir haben zu viel in das Fliehbusch gepackt. Es ist zu schwer, um abheben zu können. Pocoyo, Pato, was müssen wir tun, damit das Fliehwusch fliegen kann? Kann vielleicht einer von euch diesen unglücklichen Ausflüglern helfen? Das Fliehwusch ist zum Fliegen zu schwer. Was können sie tun, damit das Fliehwusch abhebt? Pack wieder aus! Lass etwas da!
Ja, das ist eine gute Idee. Pato, Pocoyo meint, es wäre gut, wenn du deine Badewanne hier lassen würdest. Und Pocoyo, könntest du vielleicht den Kühlschrank auspacken? Jetzt hört doch mal auf, ihr da. Ich denke, das Beste ist, wenn jeder etwas da lässt. Seht euch Ellie an. Sie verzichtet auf ihr einziges Gepäckstück. Sie hat es verstanden. Das Wichtigste beim Zelten ist doch, dass wir alle zusammen sind. Probiert es mal. Oje, Pocoyo. Könntest du dir vorstellen, vielleicht auch etwas hier zu lassen? Na bitte, es geht doch. Nun seht euch das an. Geschafft! Es fliegt. Wir haben es geschafft. Das Fliehbusch, es fliegt davon. Na, sehr schön. Da haben wir das Fliehbusch endlich zum Abheben gebracht und jetzt sieht es so aus, als ob es allein zum Zelten fliegt. Weißt du, Pocoyo, jetzt, da das Fliehbusch verschwunden ist, kannst du zwar keine große Reise machen, um zu zelten, aber eigentlich ist es auch gar nicht nötig. Du hast deine Freunde hier und alle Sachen, die ihr mitnehmen wolltet. Zelten! Nun seht euch das an. Es sieht ganz so aus, als ob es manchmal genauso viel Spaß macht, zum Zelten zu Hause zu bleiben, als zelten zu gehen. Solange ihr nur eure Freunde dabei habt. Wunderbar, Pocoyo. Macht's gut. Bis bald. Hallo, Pocoyo. Hallo. Nanu, was hast du denn da gefunden, Pocoyo? Du weißt es nicht? Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, was das ist? Raupe! Das ist eine Raupe. Raupe ist es? Hier kommt Ellie. Oh, pass auf! Gut, dass die kleine Raupe dich getroffen hat, Pocoyo. Es sieht so aus, als ob deine kleine Freundin jemanden braucht, der auf sie aufpasst. Kleine Raupe mag solche Blätter. Tja, Raupen essen gern. Ach, was für einen herrlichen Kuchen hat Pato da. Oh, wo ist er denn hin? Diese kleine Raupe hat einen ziemlich großen Appetit. Was steht als nächstes auf der Speisekarte, Pocoyo? Ein Tisch? Ich glaube ja nicht, dass Raupen so etwas essen. Oh. Sie scheint wirklich sehr hungrig zu sein, oder?
Und Bücher mag sie auch. Entschuldigt, Pate und Elli, aber Pocoyos kleine Freundin scheint einfach nicht satt zu werden. Sieht ganz so aus, als ob deine kleine Freundin hier war. Raupe? Weißt du, Pocoyo, durch ihr vieles Essen hat sich deine Raupenfreundin verändert. Ja, sie hat sich einen Kokon gemacht. Kokon? Ja, ein Kokon ist eine Art Schlafsack. Groß genug, um darin bequem zu liegen. Kannst du etwas sehen, das wie ein Kokon aussieht, Pocoyo? Ja, richtig, Pocoyo. Deine Freundin ist da drin. Vielen Dank, Dr. Pato. Wenn deine kleine Freundin wieder aus dem Kokon herauskommt, Pocoyo, dann... Nein, jetzt verraten wir nur so viel. Du wirst überrascht sein, in was sie sich verwandelt hat. Ui, was war das? Ich denke, ich kann Pocoyos kleine Freundin sehen. Kann einer von euch sehen, in was sie sich verwandelt hat? Schmetterling! Ein niedlicher Schmetterling. Aus der Raupe ist ein Schmetterling geworden. Tja, Pocoyo, deine Freundin hat sich sehr verändert. Hey, der Schmetterling ist auch ganz hungrig. Deine kleine Freundin hat sich zwar sehr verändert, aber sie hat noch denselben Appetit. Und wie es aussieht, ist sie immer noch deine kleine Freundin. Na, Pocoyo, das war ein aufregender Tag, was? Macht's gut, bis bald. Farbenwechsel. Ah, und da ist Pocoyo. Hallo. Hallo. Was für tolles Spielzeug. Und was es für wunderbare Farben hat. Was ist denn, Pocoyo? Hast du etwas entdeckt? Ach du meine Güte, was hast du denn da gefunden, Pocoyo? Das sieht aber interessant aus. Knöpfe! Ja, warum nicht probieren? Fang einfach an. Drück einen Knopf. Wollen doch mal sehen, was passiert. Sieh dir das an! Deine Lokomotive ist rot geworden. Nun schau dir das an! Wie kommt es, dass sich die Farben ändern? Pocoyo, weißt du das? Kann vielleicht einer von euch Pocoyo helfen? Was denkt ihr, was macht Pocoyo, dass sich die Farben verändern? Auf die Knöpfe drücken! Ja, ich denke, ihr habt recht. Wenn Pocoyo die Knöpfe auf diesem Spielzeug drückt, ändern sich die Farben. Ha! Versuch doch mal einen anderen Knopf, Pocoyo. Ja, es ist das Spielzeug. Es ändert ganz einfach die Farben der Dinge. Erstaunlich. Ja.
Alle Bauklötze sind rot geworden. Und eine neue Farbe für das Radio. Hey, 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 hey! Vorsicht, Pato! Oh! Nein! Oh nein! Oh wei. Farben, Farben, Farben. Sei nur vorsichtig, Pocoyo. 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 Macht es dir Spaß, die Farben zu ändern? Ja, und denkst du, allen anderen macht es auch Spaß? Wirklich? Möchtest du nicht wieder alles so machen, wie es war, Pocoyo? Dann bin ich sicher, wir schaffen das. Zuerst müssen wir uns erinnern, wie die richtige Farbe von jedem war. Könnt ihr vielleicht Pocoyo helfen? Ruft einfach laut, wenn Pocoyo die richtige Farbe getroffen hat. Also los, Pocoyo. Probiere ein paar Farben aus. Zuerst Pato. Welche Farbe hatte er? Rosa? Nein! Blau? Nein! Gelb? Das ist es! Pato ist gelb! Ja, 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 ja! Und wer kommt jetzt dran? Ach ja, richtig, Elli. Könnt ihr Pocoyo sagen, welche Farbe Elli hatte? Gelb? Nein! Blau? Sie ist rosarot! Ja, sie ist natürlich rosarot. Tja, das war's dann wohl. Was ist denn, Pato? Stimmt etwas nicht? Oh je, Patos Hut hat noch nicht die richtige Farbe. Siehst du das auch, Pocoyo? Gut gemacht, Pocoyo! Bravo, ihr alle! Wie gut, dass alles eine Farbe hat! Macht's gut! Bis bald! Die verrückte Mixmaschine! Oh, hallo, Pocoyo! Was ist denn da? Oh, eine Maschine? Und eine äußerst seltsame und komplizierte Maschine noch dazu. Was kann denn diese Maschine machen, Pocoyo? Eine Trompete und ein Radio. Mixen. Mixen. Aha, dann ist das also eine Mixmaschine, eine Mischmaschine, eine Maschine zum Mischen, ein Mixer. Was ist denn das? Toll! Eine Trompete, die jede Musik spielt, die man sich wünscht. Wie findet ihr das? Gefällt euch Pocoyos neues Spielzeug? Ja, das gefällt uns! Mir auch! Und das ist eine Trompete, die jeder sofort spielen kann. Probier's mal, kleine Raupe. Verrückt, nicht? Wie wollen wir es nennen? Ist es ein Radio? Eine Rampete?
Also ich kann nur sagen, das ist wirklich eine ganz erstaunliche Maschine. Hallo, Elli. Ah, ich verstehe schon. Du wartest auf einen Anruf. Oh, und das ist ein unheimlich wichtiger Anruf. Pocoyo, was machst du denn da? Pocoyo, ich glaube, das ist keine so gute Idee. Oje, eine Lokomotive? Und noch Schienen? Seht euch das an! Ein Lokomophon! Achtung, da sitzt jemand auf der Leitung! Elli, ich fürchte, jetzt hast du deinen Anruf verpasst. Schnell, Elli, abnehmen! Ich glaube nicht, dass du Elli damit eine große Freude gemacht hast, Pocoyo. Ja. Pocoyo, das ist Lulas Knochen. Und eine Sprungfeder? Oh, nein, 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 das tust du besser nicht. Seht euch das an, ein springender Knochen, das ist ja fantastisch. Aber ich fürchte, Lula findet das nicht so toll. Pocoyo, vielleicht reicht es jetzt mit dem Mixen. Hm? Ein Hut. Ein Kuchen. Und ein paar Kerzen. Nochmal! Was denkt ihr? Sollte Pocoyo nicht lieber wieder alles in Ordnung bringen? Ja! Ja! Pocoyo, wahrscheinlich sind deine Freunde böse auf dich. Du hast ohne zu fragen ihre Sachen vermixt. Aber ich glaube immer noch, dass deine Maschine genial ist. Und ich bin da nicht der Einzige, weißt du? Ich habe eine Idee. Wieso lädst du deine Freunde nicht zu einem verrückten Mixmaschinenfest ein? Dazu musst du ja nicht ihre Sachen nehmen. Nein? Was denkt ihr? Sollte Pocoyo so ein Fest für seine Freunde machen? Ja, ein Fest! Ja! Genau, ein Fest, das ist es! Hallo, ihr alle! Willkommen zum verrückten Mixmaschinenfest! Mit fliegenden Kuchen, ballonblasenden Lokomotiven, riesigen Lautsprecherbäumen und nicht zu vergessen mit dem Eiscreme-Blasenbläser. Vorzüglich. Wieder Freunde?